Es ist der Hang zur Gefahr. Der Thrill. Der Kampf mit der Angst. Der Kampf gegen die Angst. Grid Girls, klar, auch wichtig. Aber am Ende bist es nur du und deine Kawasaki. Was? Na hallo, nicht überall, wo Kawasaki draufsteht, muss zwingend ein Motorrad dahinter stehen. Ich schwöre, es ist eine echte Kawasaki. KXSF 6.5 nennt sich das Geschoss. Und wie man sieht, ist es ein Scooter. Ein E-Scooter, um genau zu sein. Flink, handlich, faltbar und somit praktisch. Er ist perfekt für alle alltäglichen Wege. Selbst hier, auf der Rennstrecke. Motortechnisch schlagen sogar zwei Herzen in der Brust dieses Biests, nämlich zwei E-Motoren mit 250 Watt. Reicht für einen Topspeed von 18 km/h. Genau richtig für die Rennaction hier. Das Leben ist aber auch als Racer nicht immer Bretteleben. Deswegen braucht man genug Power, um auch mal ein wenig Steigung zu packen. Null Problemo, bis zu 15 Grad Steigung gehen mit dem Kawasaki-Scooter souverän. Und jetzt kommt der Überhammer, Nässe stoppt ihn nicht. Wie auch die Kawa Superbikes kommt der Scooter mit Spritzwasser gut zurecht. Gewichtstechnisch wird man auch nicht eingeengt. Bis zu sportlichen 100 Kilo Zuladung sind möglich. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass der Flitzer nur 8,5 Kilo hat. Und wenn es mal dunkel wird, auch kein Problem. Der Kawasaki Scooter hat natürlich auch Licht. Ganz wie eine Kawasaki Rennmaschine. Was ist jetzt? Fahren wir eine Runde? Na, Western. Das Kawasaki Streetboard ist das perfekte Transportmittel für diejenigen, die sich schnell und ökologisch fortbewegen wollen.